Moin und willkommen zurück zu X4. Wir haben Folgendes vor, beziehungsweise ich habe ein paar Sachen gemacht. Das Geld ist mal wieder weg. Ich habe zum einen der Station mal wieder das nötige Geld gegeben, um theoretisch hier weiterbauen zu können. Und siehe da, das habe ich vorher noch gar nicht gesehen. Es wird jetzt tatsächlich auch mal was geliefert. Das heißt, die Terraner haben auch mal was übrig. Es fehlt noch ein bisschen von einem Computronik-Substrat. Aber ich bin da guter Dinge, wenn jetzt tatsächlich mal was geliefert wird. Also wie auch hier, das ist schon mal komplett fertig. Und auch da kommt jetzt der Rest. In 10, 12 und 18 Minuten. Also insgesamt in 18 Minuten ist alles da. Wir haben ja schon ein Konstruktionsschiff vor Ort irgendwo. Kann man jetzt nicht sehen, weil wir im Baumodus sind. Und genau, wir haben ausreichend Geld dort. Passt. Was habe ich noch gemacht? Ich habe knapp 2 Millionen ausgegeben. Und für diese 2 Millionen werden wir... Also später werde ich das anders machen, aber jetzt aktuell ist es so geplant. Hier werden 3 Schiffe gebaut. Und zwar sollen das Truppentransporter werden. Da sind aber jeweils immer nur 19 Marines drauf. Das heißt, ich muss da schon ziemlich genau gucken. Aber ich würde tatsächlich gerne auch mal ein gegnerisches Schiff kapern. Am liebsten natürlich von PGS. Und ja, wenn, ich sag mal, wenig genug Crew drauf ist auf dem Schiff, dann würde ich halt meine Truppentransporter holen und versuchen, das Schiff zu kapern. Ja, wobei, wie gesagt, mit 19 pro Schiff ist jetzt natürlich nicht so viel, auch wenn es mal 3 ist, muss man schauen, ob das überhaupt mal irgendwo klappt. Was habe ich noch getan? Genau, der Zerstörer Omega wurde komplett repariert. Und der befindet sich jetzt auf dem Weg nach Hatikvas Entscheidung. Den möchte ich ja jetzt nicht einsetzen, um das Flaggschiff der Xenon zu zerstören, was ja hier irgendwo rumfliegen wird. Aber ich möchte es einsetzen, um diese Station hier zu verhindern, falls das überhaupt noch möglich ist. Also das, ja, muss man mal sehen. Und das würde ich tatsächlich selbst übernehmen wollen. Das heißt, wir haben bereits abgedockt. Und wir werden auch Kurs setzen hier auf die Helium-Fabrik. Da soll der Zerstörer hin. Und da werden wir auch hinfliegen. Autopilot eingeschaltet. So, und dann werden wir auf den Zerstörer switchen und das Schiff hier quasi auf der Station dort lassen, auf der Heliumfabrik. So der Plan. Vermutlich werden wir zuerst ankommen, wobei Einsprung... 2 Sprünge, 3 Sprünge, 4 Sprünge, aber natürlich ein bisschen Strecke immer noch dazwischen. Wir sind halt insgesamt schneller. Wir machen 1, 2, 3, 4 Sprünge. Ja, wir werden schon früher ankommen. Und dann werden wir mal gucken, ob wir dann bis zur Ankunft des Zerstörers auch noch ein paar 10 und Schiffe platt machen können. Genau, das Geld geht langsam wieder hoch. 4. Und ich habe gesehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob der jetzt schon gelernt hat oder ob der von vornherein so gut war. Der ist ja doch hier aufgrund der Moral
extrem hoch ist, warum auch immer. Ja, ist ja schon fast auf 3 Sternen hier, der Pilot. Und das ist der Pilot des zweiten Miners, den wir gebaut haben. Der halt nicht ganz so viel bringt, weil er sein Erz immer nicht los wird, weil er nur in diesem System hier guckt. Und das System war ehrlich gesagt nicht so schlau, weil wir haben hier, glaube ich, einen einzigen Abnehmer für Erze. Den habe ich jetzt halt manuell mal ein bisschen weiter weggeschickt. Einmal hier oben rein und einmal hier unten. Hier unten werden wir ihn wahrscheinlich später nochmal hinschicken, weil da gibt es tatsächlich 10, ich glaube, sie hat 10 Credits pro, ich denke mal, Tonne Erz mehr. Genau, der andere, der sammelt hier fleißig vor sich hin, sein Silizium, sein Nividium, und der macht ja auch mehrere Sprünge, weil das eben ein 3-Sterne-Pilot oder höher ist. Da brauchen wir uns grundsätzlich nicht drum kümmern. Komm, da geht schon auf die fast 4 Sterne zu. Das passt. So, und wir springen jetzt gleich darüber, okay. Dem Sprung hier muss ich halt ein bisschen aufpassen, ne? Wenn man hier rauskommt, da sind halt immer schon ein paar Gegner. Wir wollen natürlich nicht, dass unser kleines, schickes Schiffchen hier zerstört wird. Es ist ein bisschen schade, dass wir auf dem Zerstörer nicht landen können. Kann ich auf dem ja wahrscheinlich schon, aber der ist halt recht schwach. So oder so. Der hat 3 Sterne. Jetzt sollte ich den. Nee, komm, wir lassen das. Kann man das irgendwo sehen? Schiffe 17 passen darauf, aber da steht jetzt nicht, welche Art. Aber hier nee, auch nicht. Ich dachte gerade, das steht hier. Erreiche System 18 Milliarden. Ein bisschen wenig. Warum hat er so viele Drohnen? Könnte ja auch ein Drohnencarrier werden, sozusagen, ne? Also mit noch mehr Verteidigungsdrohnen. Ja, ansonsten ist es tatsächlich nicht zu sehen, was der mitnehmen kann. Nur, dass er was mitnehmen kann und auch nicht wenig. Den Zerstörer. Der Omega kann halt nur 2 und das sind S. Und er hier kann auch 41. Da kann, glaube ich, auch ein M drauf, wenn mich nicht alles täuscht. Erreiche System. Stiller Zeuge. Ist der nächste Sprung ja, der wir aufpassen müssen, nicht wahr? Ja. Autopilot ausgeschaltet. Den lieber schon mal aus. Machen den Rest selber. SE. Oder der Xenon. Ich wüsste halt auch gerne, was hier in den Systemen passiert, vor allem in denen hier. Eigentlich müsste ich da auch nochmal normale Satelliten reinbringen. Ein Schiff mit wenigen Fettern, wenigen
Geschützturm. Erreiche System. Fatigbars Entscheidung. Dann gucken wir mal. Hier ist ja gar nicht so viel. Ein Laserturm. Noch ein Laserturm. Odysseus, EPI. Da helfen wir jetzt einfach mal. Odysseus, EPI. Weil ich natürlich komplett alleine klarkommen müsste. Odysseus, EPI. Theoretisch hätte man natürlich auch überlegen können, hier von dem Schiff, wo wir jetzt gerade drauf sind, auch die Waffen nochmal zu verbessern. Da gibt es ja auch noch Potenzial. Weil die natürlich schon gut sind. PI. Das Ding. Das ist die Fracht. Okay, eins scheint schon weg zu sein. Theoretisch gar nicht mehr mit dem Zerstörer hierher. Das ist schon fast schade. Hallo, Partner. Wie geht's? Ich habe mir die Informationen zu den soziopolitischen Gefügen in den Split-Gebieten näher angeschaut und analysiert. Das Gespräch sollten wir besser nicht über eine Kommunikationsverbindung führen. Reden wir unter vier Augen. Nee. Das machen wir erstmal nicht. Na, guck mal, der ist auch schon da. Fordere umgehend Verstärkung an. Argon Verteidigungsstation. So, dann suchen wir einmal kurz unseren Zerstörer auf. Wäre das Ding wieder weggeflogen. Will ich aber erstmal gar nicht. Ich weiß ja noch nicht, wo ich quasi wieder umsteigen möchte. Xenon Fabrik. Die wird tatsächlich immer noch gebaut. Werden wir jetzt gleich mal verhindern. Ist aber ungewöhnlich wenig Aktivität von Xenon. Atlas E. Helium-Raffinerie. Andock an
das sein? Ja. War natürlich gewollt und gekonnt. Erfolgreich angedockt. Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. Jetzt müsste ich doch eigentlich auswählen können, ne? Genau. Dann haben wir auch die Omega. Der Kapitän passt nicht, zumindest optisch nicht. Die anderen sind alle uniformiert und er nicht. Haben wir unten auch welche? Nö. So. Etwas höher gelegen. Auch schon wieder ein Xenon-Transporter auf dem Radar. Gucken, ob wir den eventuell auch da dann abfangen. Jetzt mir eigentlich nochmal zwei Jäger oder so mit drauf packen, mehr passt ja leider nicht. Dass man die losschicken kann zum Abfangen von irgendwelchen kleinen Schiffen, die sonst vielleicht entkommen. Hier alle auf alle Feinde angreifen. Zyklop. Und der Zyklop greift auch an. Xenon Fabrik. SE. Xenon Fabrik. SE. Jetzt ziehe ich auch mal dazwischen, beziehungsweise ich will ja den abfangen. Treffen bitte. Ja, wurde getroffen, aber nicht genügend. Die treibenden Provinzen haben nun endlich eine voll funktionsfähige Schiffswerft. Also vorher schon. Xenon Fabrik. Oh, haben wir ihn erwischt. Cool. Habe ich jetzt gesehen, nicht mitgerechnet. Das Ding, ne? Ich hab gedacht, warum ist hier eine Frachtdrohne? Ach, die sammelt gerade was ein. Frachtdrohne. Okay, alles klar. Xenon Fabrik. Mal näher ran, damit mehr Geschütze schießen können. Ich habe ja eigentlich 8.
Ja, da gibt's auch direkt noch ein paar Verbündete, die ihn mitfeuern. Wieder ein Transporter. Irgendwie kommt aktuell kein Großkampfschiff mehr. Wechseln wir einmal. Baulager, das geht von alleine dann, oder wie? Wie ein bisschen unspektakulär, wenn kein feindliches Großkampfschiff kommt. Container. Frachtdrohne. Container. Frachtdrohne.
Also wir das Schiff jetzt mal hier zur Verteidigung. Laufen wir natürlich Gefahr, wenn das Flaggschiff kommt, dass wir es verlieren, ne? Bin ich jetzt noch ein wenig unschlüssig. Sieht hier aus, sie werden immer noch nicht gebaut. Da fehlt noch Material. 29 Elektronikkomponenten fehlen dann noch. Frachtdrohne. Auf der Map kann ich es anwählen, aber sonst nicht. Raketenbauteilefertigung. Drüben war doch schon wieder ein Xenon, aber der scheint abzuhauen. Ja, ist er weg. Baulager. Warum kann ich ihn jetzt auswählen? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Aber dann schon fast 3 Millionen. Wow, das ist gerade ein Boost auf Kosten der Schilde, die im Grunde gar nicht runtergehen. Überhaupt gar keinen Schaden. Merkwürdig. Und immer noch keine Gegner. Leere ist immer noch ein K. Aber da bin ich aber nicht schnell genug drüben, um da irgendwie noch mitmischen zu können. Das sind einfach zu viele Sprünge. Aber tatsächlich würden mich mal die ganzen Haars und so weiter interessieren, die ja hier sind. Das ist nicht so weit weg. Machen wir es mal so.
Wir haben ja gespeichert und wir holen uns mal eben Orbit Nemesis dazu. Die soll mal bitte abfangen. Trete dem Geschwader dabei. Das Ding eigentlich auch, aber es reagiert einfach nicht. Katana ist nicht nutzbar. Ist die denn verkaufbar? Ja, für 3 Millionen. Naja. Das System mal eben an, was da jetzt los ist. Ausgeschaltet. Wir wollen jetzt einfach in Richtung des Sprungtors. Hier nochmal. Dann greifen wir da mal eben an. Mit einem Schiff. Da können wir zumindest schon mal sehen, was das Schiff kann. Also gewinnen werden wir damit wahrscheinlich ja nicht. Sieht man das nicht?
als blau in blau ist. Die werden immer noch nicht gebaut. Erreiche System Nopileus Memorial. Jetzt gucken wir doch noch mal, wer hier so ist. Freihafen. Ein unbekanntes Objekt. Noch ein Tor. Was ist das da vorne alles? So, was könnten wir eigentlich noch tun? Mir fällt gerade ein. Gut, wenn der Speicherstand überhaupt bestehen bleibt. Dass wir hier natürlich noch ein bisschen Geld reinpacken könnten für die Forschung. Noch 1 Million. Aber 400.000 fast schon wieder im Zulauf. Okay, ich möchte doch noch mal gucken. Da oben.
alles eine Station. Wechseln Sie die Xenon. Das war ärgerlich. Unten andocken. Die alle schon auf dem Weg zum Transporter oder was? Haben die irgendwas von Landurlaub gesagt? Glaube nicht. Wir sind aber angedockt. Oder haben angedockt. Der geht nicht, ne? Auf der Seite, das ist auch merkwürdig. Wir werden mal was gucken. Was ist hier noch hier an Bord? Na gut, wir gehen mal in den Händlerbereich. Kann ich helfen? Bitte sehr. Instabile Kristalle, hier gibt es Magnetsteine, die Dinger hier. Gibt es auch die Behälter? Nee, ne? Nee. Du jetzt besser geh. Ja, es hat sich irgendwie nicht gelohnt, hier anzudocken. Ein paar einzelne Schiffe, die hier rumfliegen. Was wollen Sie? Was auch immer. Hey. Weg. Geh weg. Ich grüße Sie. Guten Profit. Was wollen Sie? Was auch immer. Stimmt ja, ist ja packt von grüne Schuppe. Ja, das war dann wirklich uninteressant. Sir? Ja, okay.
Wir docken mal ab. Immer noch kein feindliches Schiff in Sicht. Das ist ja merkwürdig. Und schade, ich hätte mich ja jetzt gerne mal so um ein oder zwei Zerstörer der H-Klasse gekümmert. Mit der eventuell Chance, quasi das entsprechende Modul einsammeln zu können, um auch Xenon-Forschung betreiben zu können. Aber ist scheinbar nicht gewollt. Nicht aus, wird da irgendwas. Brauchen wir jetzt 1,8 Millionen. Ist das nur für die Forschung, oder nicht? Ach ne, und für An- und Verkauf, aber wir kaufen jetzt an und wir verkaufen nichts. Du bist eigentlich mal. Ressourcensonde setzen. Sprungtor. Das ist inaktiv, okay. Habe ich mit gerechnet. Nicht gedacht, dass es hier keine Gase gibt. Unbekanntes Objekt. Auch inaktiv sein, gehe ich mal von aus. Ja. Können wir eigentlich das Schiff wieder wechseln? Beziehungsweise, ne, wir kommen ja nicht einfach hier rüber. Also eigentlich hier auch nochmal so ein Ding setzen. Dann vielleicht auch noch mal im Einflussbereich.
Wir setzen Kurs darauf. Autopilot eingeschaltet. Genau, und bis wir da sind, mache ich mal für euch einen Zeitsprung. Bis gleich. So, da wären wir. Ich werde einmal kurz speichern. Ich habe jetzt unter anderem einmal meine Corvette losgeschickt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das schon gesehen hattet. Ich glaube ja. Ausgeschaltet. Hat hier im Einflussbereich nochmal eine Ressourcensonde gesetzt und fliegt zusätzlich jetzt hier zweimal dort an und bringt jetzt einfach selber die besonders Elektronikkomponenten zum Raumdock, damit meine Schiffe endlich mal gebaut werden. Sind da etwa Frachtrunnen unterwegs einfach gestartet, um Sachen einzusammeln? Ja, ne? Aber die werden ja jetzt ein Weilchen hierher brauchen. Aber, genau. Ich hatte ja gespeichert, weil vorhabe, einmal ins Feindgebiet zu fliegen. Wollen einen Waffentest machen? Den machen wir dann jetzt auch einfach. Ist mir den noch abgefangen? Treffen wir ihn? Nee, ne? Der war zu schnell. Alternativ habe ich gedacht, könnten sie vielleicht auch hier reinlocken, die Xenon. Indem wir selber hier vorgaukeln, etwas bauen zu wollen. Zum Beispiel hier. Das finde ich tatsächlich, wenn doch ein wenig klein. Handel bestätigt. Das wäre natürlich viel, viel, viel zu teuer. Also können wir es nicht vorgaukeln. SE. Bedeutet. Der ursprüngliche Plan wird durchgeführt. PE. Wenn ich die verbündeten Schiffe hin, sind die jetzt da durchgesprungen? Wahrscheinlich, ne? Na gut, machen wir das auch. Dann mache ich zurück. Schiffe sind halt echt blöd, ne? Der Zerstörer. Wenn sie jetzt nicht Flakgeschütze oder so drauf haben. Dadurch hoffen, dass das Spiel jetzt nicht automatisch speichert, wenn wir drüben sind. Da gucken wir mal, was da los ist.
gefährliche Rig erreiche System. Zusammenbruch. Xenon Verteidigungsstation. Aber ich kann jetzt keine verbündeten Großkampfschiffe da entdecken. Sind die wohl doch nicht hier reingesprungen? Aber auch keine Xenon-Schiffe. Gleiche Höhe. Und automatisch weniger feindliche Geschütze feuern. Abwehr bestätigt. Diese Geschütze, ja, gut, die sind heftig. Also lassen wir. Nicht treffen, bitte. Beweg mich doch extra schnell, damit ich nicht mehr treffe. Das wird so nix. Wie man sich auch denken kann. Aber wir haben mal angegriffen. Jetzt kommen auch Xenon-Schiffe. Erreiche System. Antiquas Entscheidung. Ach, guck mal, der ist auch schon da. Regenerieren wir mal die Schilde. Und machen uns bereit, genau. N. Vielleicht noch ein bisschen weiter weg. Tor. Kommt aber eine ganze Menge. So, dann gucken wir mal, was passiert. Ob da noch was Großes durchkommt. Wem verschaffe sie es? Meine. Meine Schilde zu beschädigen. Bei denen sieht es auch schlecht aus.
Die Nemesis wurde zerstört. Na gut, das habe ich natürlich befürchtet. Deswegen haben wir ja nochmal gespeichert, damit wir gleich laden können. Aber man sieht eben auch, das Schiff kommt auch wegen dieser Masse. Wegen dieser Masse an Jäger und Korvetten kaum an. Okay, dann würde ich sagen, wir haben einen Waffentest gemacht. Da scheint das doch gleich gewinnen zu können. Dann ja so nach und nach kleine Schiffe ausgeschaltet und dann regenerieren sich die Schilde ja auch wieder. Genau, aber wir beenden das Ganze hier trotzdem einmal. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen, mitmachen beim Waffentest und dann, ja, hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, wenn wir uns wieder darum kümmern, ein bisschen Geld zu verdienen. Wie gesagt, nochmal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.